Wir grüßen euch, liebe Dampfer und Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir stellen euch neues Liquid vor, und zwar von Babes oder Babes. Ich weiß gar nicht, wie die Firma richtig genannt wird. Haben wir auf der Messe mitgenommen. Und zwar das Pur, wie heißt das nochmal? Citrus-Mix. Genau. Gibt es so als 10 Milliliter Flaschen in 0, 3, 6, 12. Genau, das war's. Milligramm. Das heißt, ihr könnt euch das selbst für eure Backenzuggeräte mitnehmen. Habe ich ja schon mal in dem einen Geräte-Review erwähnt. Ich dampf da viel so von den fruchtigen Sachen in der Surin R und sowas, weil ist so ein schön fruchtiger Unterton, das schmeckt und gefällt mir einfach ziemlich gut. Das soll jetzt hier sein, der Geschmack der Tropen aus dem Südosten Asiens für dich jetzt zum Verdampfen. Probier es selbst und erlebe den fruchtig-säuerlichen Geschmack. Ist das fruchtig-säuerlich? Ja. Okay. Ja, wie würdest du es beschreiben? Ich finde, es ist ein, es hat einen ganz schönen Zitronentouch drin, finde ich. Also so eine leichte Orange merkt man auch. Es hat uns sehr oder mich an so Zitronengetränke erinnert. Diese günstige. Hast du meins geklaut. Diese günstige. daran erinnert mich das. So irgendwie. Es ist aber sehr säuerlich. Also hat schon einen leicht säuerlichen Ton. Schmeckt er eigentlich? Nee, die Sache ist auch, wir haben da beide zufällig ans selbe gedacht, konnten uns aber nicht ausdrücken, diese Zitronenlimonade, wie ihr die von Lidl oder sonst wie was kennt. Diese Eigenmarke. Echt, ja, echt im positiven Sinne. Also du hast da so diese Zitronengetränke-Marke und dann noch so ein Mix zwischen dem und diesem San Pellegrino, das hast du gesagt, ja. Dieses ja, Zitrone. Zitrone, ne? Und da irgendwie den Mix, und das schmeckt einfach schön erfrischend. Bei Zitrone hat man ja meistens das Problem, dass es relativ kratzig rüberkommt. Das hat man hier jetzt echt, also hat man hier nicht, und das finde ich echt gut, weil wir haben das jetzt in 3 Milligramm im Tröpfchen und im Tank getestet und ich finde, es kommt einfach schön sanft rüber und gerade so für den Sommer ist perfekt. Also ich habe da geschmacklich echt gar nichts auszusetzen. Eine Orange schmecke ich eher weniger, aber die kommt so beim Geruch auf jeden Fall mit raus, also auch wenn du am Tröpfler riechst. Dann eine Limette und eine Zitrone, würde ich sagen, schmecke ich raus. Aber das Ganze hat irgendwie was Abgerundetes und dir fällt auch nicht auf, obwohl es so diese Getränkenote hat, dass die Kohlensäurenote irgendwie fehlt. Nee, eigentlich nicht. Also ich muss ja sagen, dass ich es gut finde, dass es halt eher ins, ja, mal nicht mit Kuchen und nicht Bonbon, sondern mal so wirklich natürlich schmeckt. Ja, stimmt, ja. Also sonst ist immer Kuchen oder Bonbonnote mit Zitrone so und einem Zweikuchen halt, keine Ahnung. Einem Zweikuchen. Das ist halt immer das Nervige, dass halt nicht mal eine pure Zitrone gibt. Ist klar nicht eine pure Zitrone nur drin, aber man ja, schmeckt aber sie. Schon, geht so in die Richtung auf jeden Fall. Ist sogar eigentlich was Klassisches, aber wieder was Gewagtes, weil es noch nicht so oft da war. Ja. Preislich sind die bei 4,90 Euro und ja, müsst ihr mal gucken, wenn die Jungs auf der Messe vertreten sind, vielleicht kriegt ihr die sogar preiswerter. Aber so, also ich kann da nichts Negatives zu finden. Vom Design her auch mal schlicht, nicht so überladen, finde ich auch gut. Spricht mehr Leute an, finde ich. Mhm. Ja, damit würde ich sagen, haben wir alles abgehandelt. Wenn ihr da selbst mal Liquids getestet habt von denen, schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Ansonsten gerne mal einen Daumen nach oben geben. Ansonsten nach unten geht auch vollkommen klar. Und vielleicht ein Abo da lassen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann.